Peace, Freunde, was geht? Wunderschönen guten Morgen hier aus Wien und willkommen zu einer neuen Folge, in der ich alles essen werde. Und heute ist eine ganz besondere Folge, Freunde, weil heute werde ich einen Tag lang nur neue Pizzerien essen. Okay. Weil heute werde ich einen Tag lang nur neue Pizzerien testen. Ich habe euch heute Morgen auf Instagram gefragt, hey, sagt mal eure Lieblingspizzaläden. Ihr habt sie mir geschickt, es waren sehr stabile Läden dabei, auch viele, die ich noch nicht kannte. Und ja, Freunde, die erste ist direkt ums Eck, da werden wir jetzt gleich hingehen. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniert, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Hier wird die ganze Zeit gut gegessen, gut gekocht, geile Rezepte und alles, was dazugehört. Aktiviert auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Ob wir alle Burger essen sollen, ob wir alle Sushi essen sollen. Und ich würde sagen, jetzt holen wir uns eine fette Pizza, Freunde. So, und der erste Laden, in den wir heute gehen werden, der mindestens 5-mal genannt wurde von euch, heißt La Pausa. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es dort Roma-Pizza, also fette, lange Pizzen, die mit Scheren in fette Slices geschnitten werden. Buenos dias. Hallo. Ich hätte auf jeden Fall gern ein Slice Margarita. Das ist nur Rucola und Tomate, oder? Dann hätte ich eine gern von dort. Einmal die ganz links, bitte. Boah, die sind schon voll nice aus. Vielleicht muss ich mir noch einen Nachschub holen. Ich bin so happy, du bist, Mann. Ich wäre jetzt, wenn ich echt hätte. Okay, die Pizzen sind da und ich habe mir sagen lassen, dass das sieht so aus wie Roma-Pizza, aber es ist ein napoletanisches Teigrezept bzw. napoletanische Pizza, die eben aussieht wie Roma-Pizza. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Ich kann euch sagen, ich teste kein Essen lieber als Pizza. Mahlzeit fürs erste Stück Pizza heute. Mhm. Boah, direkt lieber. Mm. Der Teig ist cross. Also ich finde schon, dass es eigentlich schmeckt wie eine Rompizza. Mm. Der Teig schmeckt cross, nicht nach Hefe, leicht salzig, eigentlich genau perfekt. Die Tomatensauce schmeckt frisch. Der Käse schmeckt voll und frisch, eigentlich so das perfekte, crosse, freshe Roma-Slice. Mm. Das war die Margarita, da ist noch frischer Basilikum oben. Das muss auf jeden Fall hervorgehoben werden. Und jetzt haben wir hier mit frischem Rucola, Tomaten und ein bisschen Parmesan. Das Slice muss ich jetzt irgendwie anders in den Mund bekommen, weil das andere hat kaum reingepasst. Boah, das sieht aus wie eine freshe Pizza, oder? Also, das kann man sich auch gerne mal als Frühstück holen, oder? Ja, richtig geil. Nice. Wahnsinn, ist arg geil. Da schmeckt man auch direkt die Tomatensauce und die Tomatensauce schmeckt mega frisch und voll und tomatig. Und man schmeckt alle Zutaten so einzeln raus, das feiere ich auch extrem. Wenn der Teig so ein einzelner Geschmack ist, die Tomatensauce und der Käse ein einzelner Geschmack ist und es nicht so eine so eine Pampe ist. So, das macht Spaß und du hast eine geile Geschmacksexplosion in deinem Mund und eine Geschmacksvielfalt. Ich bin gespannt, was du sagst. Mir wieder Verstärkung für den heutigen Tag geholt. So, mal nicht Herr Starfeet, sondern Chris Feet. Chris Feet. Chris Story Feet. Das Prosciutto. Boah. Aber sagst du, du warst auch noch nicht hier, gell? Mhm. Also der Teig ist richtig geil. Mhm, cross. Mhm. Macht Spaß, gell? Ja, jetzt wird es ein bisschen teigiger und das mag ich. So, ich mag zwar, wenn Teig cross ist, aber für mich muss da gleichzeitig noch so ein bisschen so eine Masse drin sein und teigig sein. So eine Mischung aus Crossness und Teigigkeit. Und die Cross scheint auf jeden Fall auch gut durchdacht zu sein. Gutes Ding, oder? Ja, frisch ist auch das Erste, was mir in den Kopf kam, als ich reingebissen habe. Es schmeckt einfach frisch. Kann nach Olivenöl. Mit Rosmarin. Das ist das Geilste. Geile Juice. Und rein. It's yours. Boah, das klingt schon so geil beim Falten. Ja. Letztes Slice. Nein, vorletztes Slice. Ich dachte schon, es ist vorbei, aber es geht noch weiter, Mann. Es geht noch weiter. Und das ist erst der Anfang. Insgesamt gibt es ja auch 25 verschiedene Sorten und es wird so ein bisschen durch den Tag variiert. Am Morgen gibt es meistens die Standardgeschmäcker und dann durch den Tag kommen dann ein bisschen die Spezialpizzen. Und jetzt ist gerade noch eine Kartoffelpizza am Fertigwerden, die ich unbedingt probieren wollte. Die müssen wir auf jeden Fall jetzt noch mitnehmen.
Pizza. Vielen Dank. Bitte. Ganz frische Kartoffelpizza. Boah, die sieht ja so fresh aus. So. Warte mal, das Ding. Extra noch 10 Minuten gewartet, bis das Ding fertig ist. Und Rosmarin ist auch drauf. Kartoffeln und Rosmarin ist sowieso so eine ganz blöde Kombination. Das ist so geil. Kartoffeln und Rosmarin zusammen ist sowas Gutes. Und dann noch mit Teig ummantelt und Käse. Schmeckt wie ein ganz böses Kartoffelcroton. Auch eine Pizza einfach. Schwarzer Pfeffer. Der Teig hat wieder Königsklasse hier. Und wieder mal so fresh einfach. Das ist wirklich einfach die freshste Pizza, die ich in Wien bisher gegessen habe. Ich freue mich schon, wenn du jetzt rein darfst. Jetzt bin ich gespannt. Okay, Mann. Hab nur mal geil. Ich habe noch nie Kartoffel auf einer Pizza gegessen. Die ist genau so, wie sie sein soll. Auch komplett frisch aus dem Ofen. Wir haben sie genau so erwischt, dass man sie nicht nochmal aufwärmen musste. Da ist der Teig noch am geilsten. Wie gesagt, eine Mischung aus Cross und trotzdem teigig. Das ist so gut. Mann, ihr haut mich jetzt echt um. Schaut euch mal das Teigprofil an. Das ist so geil. Wie das Girl da draußen zuschauen kann. Kann ich hier nicht verübeln. Bei den geilen Pizzen, die wir essen, müsste ich auch die ganze Zeit reingucken. So, und direkt neben La Pausa haben wir die amerikanische altbekannte Pizzakette Domino's. Und ich war auch noch nie bei Domino's und Domino's habt ihr auch vorgeschlagen, deswegen werden wir das auf jeden Fall auch testen. Dann bekommen wir auch ein bisschen Variation in das Video und deswegen gehen wir jetzt von Roma Slices zu American Style. Diese Hawaii Domino's. Hast du einen Wunsch? Was dein Herz begehrt, Mann. Wir nehmen hier auf jeden Fall, wenn wir schon in der American Pizzeria sind, machen wir die Kalifornien Pizza und zwar Barbecue Chicken. Es ist praktisch nichts los, 12.25 Uhr. Ich denke, dass La Pausa denen ordentlich das Geschäft vermiesen wird. So, man bestellt vorne an der Theke, dann sagt man seinen Namen, dann wird man aufgerufen. Da gibt es so eine Tafel, da sieht man, wie weit deine Pizza gerade ist. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, teilen die Pizzen auf in Klassisch, Favorites und Specialities. Und unter Specialities haben wir gewählt, nämlich die Barbecue Chicken. Auch eine Pizza, auf die ich mich krass freue, hatte ich zuletzt in L.A. Probier die originale Los Angeles, California Barbecue Chicken Pizza. Und dann gibt es auch eine Wunschpizza, wo man den Boden wählt, die Größe wählt, die Soße und dann die Toppings wählt. Also einfach eine selbst zusammengestellte. Und dann haben sie auch noch so Sachen wie Chicken Wings, Potato Wedges sehe ich hier, Garlic Bread, hört sich auch mega an. Und da ist die Pizza. Danke, danke. Boah, die sieht schon fett aus, Mann. Ah, da ist Schinken drauf, ich Idiot. Nein, ich mag doch keinen Schinken. Speck, ganz am Ende steht Speck. Fuck. Tut mir leid, Freunde. Ich mag einfach kein Bacon und kein Speck. Das geht bei mir irgendwie nicht klar. Habe ich vielleicht irgendeinen Fehler im Geschmacksgetriebe? Also es ist, glaube ich, gar keine Tomatensauce, sondern wirklich nur Barbecue-Soße. Dann ist hier Hühnchen drauf. Ich rieche schon so diese Barbecue-Soße ganz krass. Käse ist noch mit drauf. Und natürlich Zwiebeln, Freunde. Hat eine gute Farbe. Und rein. Was ist das Fazit? Ist okay. Haut mich jetzt nicht um. Ich finde irgendwie den Teig ein bisschen trocken, wirst du gleich merken. Barbecue-Soße, so standardmäßig. Chicken habe ich jetzt irgendwie nichts gemerkt, da ist auch allgemein nicht sehr viel Chicken drauf. Die Zwiebeln schmeckt man ein bisschen durch, also man hat halt so dieses Rauchige mit den Zwiebeln zusammen. Aber für mich ist extrem wichtig, wo, sagen wir mal, das meiste Können drin steckt, ist der Teig. Und den finde ich hier ein bisschen langweilig, sag ich mal. Der schmeckt nicht sonderlich teigig. Insgesamt hat er auch keine Saftigkeit, sondern ist relativ trocken. Oh. Ich finde ihn einfach, schaut mal hier, so relativ trocken. Auch hier, das ist Wüste, Freunde. Sahara. Da ist kein Leben auf dem Ding. Ich habe auch noch überlegt, ob ich hier hergehen soll oder nicht hergehen soll. Wir brauchen noch ein bisschen Variation in dem Video. Deswegen auch eine fette American Brotpizza. Dieses Umklappen ist schon so wie so von einer Fertigpizza. Fühlt sich nicht so richtig an. Mhm. Was aber nicht heißt, dass Fertigpizza nicht gut ist, aber... Ist okay, Mann.
ist wie so ein Lappen. Der schmeckt einfach nach gar nichts. Der Teig. Ja, voll. Und der Rest, also der Belag ist jetzt auch nicht so, so besonders. Okay, Freunde, weiter geht's. Wir sind auf dem Weg zum nächsten Laden. Wir sind in der Gumpendorfer Straße und die nächste Pizzeria heißt Disco Volante. Die wurde auch mehrmals genannt und der liebe Herr kennt die Pizzeria auch und du findest auch, dass sie nice ist, oder? Ziemlich geil, Mann. Sehr gut. Deswegen freue ich mich auch. Diesmal haben wir Napoli-Style, deswegen freue ich mich umso mehr. Salut, Freunde. Und wir sind angekommen in der ersten, ich würde sagen, richtigen Pizzeria. Mega nicer Laden, simpel gehalten. Man fühlt sich wohl hier. Vielleicht ein klein wenig laut, würde ich sagen. Schaut mal, der Pizzaofen sieht aus wie eine Disco-Kugel, um Disco-Pizzen zu backen. Und was haben wir noch zu sagen? Wir haben uns heute für die Wochenpizza entschieden. Also wir haben immer eine Wochenpizza, haben wir erfahren, die dann wöchentlich, wie der Name schon sagt, wechselt. Selbstgemachtes grünes Pesto, Parmesan, Mozzarella, Kirschtomaten, auf einem fluffigen, runden, neapolitanischen, weichen Teig. Freunde, das Ding sieht einfach nur einfach perfekt aus. Die sieht ja so gut aus. Und das Erste, was wir machen müssen, ist, wir reißen die Kruste auf. Wir müssen riechen, das haben wir von der Theo gelernt, dass es auch nicht nach Hefe riecht und auch nicht nach Hefe schmeckt. Boah, die schmeckt schon so weich. Und dann Messer, Gabel. Schneiden wir die hier in 4 Slices. Und jetzt schaut mal dieses schöne Stück an. Mal wie gesagt, selbstgemachtes grünes Basilikumpesto. Da ist der Parmesan, da ist Mozzarella, da sind süße Kirschtomaten, da schnappe ich mir gleich mal eine. Und der Teig fühlt sich super reich an. Boah. Saftigkeit. Zurück in Napoli, Mann. Die ist richtig krank. Ich bin richtig begeistert gerade von dem Teig. Schon beim ersten Bissen, nicht da hinten, sondern vorn schon. Mmh. Gebt euch das, das liebe ich so sehr, wenn es so zeigig wird. Dann noch so ein bisschen Saft übrig. Da dippt ihr das ein. Und wir sind einfach wieder zurück in Napoli. Der ist überhaupt nicht zäh, der Teig. Das ist butterreich. Und oft, vor allem hier in Österreich, sehen die nur gut aus. Und wenn man reinbeißt, ist der Teig mega zäh. Aber das, das Schmilzende im Mund, das ist Butter, das ist wie Neapel. Besser könnte man es nicht machen. Da die Crust, hier schön doughy, weich, wirklich soft. Und auch das Pesto schmeckt wahnsinnig gut. Alles wieder so frisch, zusammenpassend. Und auch die Kreation selbst finde ich richtig nice. Parmesan, Basilikum, Pesto, Kirschtomaten und Mozzarella. Das passt so gut zusammen. Die Pizzeria muss ich Sabrina zeigen. Die wird's umhauen. Ziemlich geiler Laden, ne? Wahnsinn, Mann. Da bleibt nichts übrig. Da wird nichts dir überlassen. Also, der Laden hier verdient auf jeden Fall ein sehr dickes Shoutout. So, das ist wirklich eine der besten Pizzen, die ich hier in Wien je gegessen habe. Und ich weiß, dass diese Napoli-Pizzen manchmal tagesabhängig sind. Das ist manchmal eine geile Wisch und manchmal eine weniger geile, aber dieses Ding, brutal. Für die nächste Pizzeria müssen wir jetzt eine kleine Reise auf uns nehmen, und zwar in den zweiten Bezirk Wiens. Und zwar handelt es sich um die Lieblingspizzeria von Chris, das ist die Pizza Mari. Ich muss ehrlich gestehen, ich kenne die Pizzeria, aber die müssen wir einfach reinnehmen, weil es eine so süße, simpel gehaltene und gute Pizza liefernde Pizzeria ist. Und dort werden wir uns jetzt, nennen wir es, die coolste Margarita der Stadt holen, oder? Würde ich auch sagen, definitiv. Und wir haben hier eine Napoli Margarita, sogar eine Bufalino oder Bufala, wie sie im Lehrbuch steht, würde ich sagen. So klassischer geht's nicht. Werft jetzt auch mal gleich einen Blick in die Kruste. Wie sie sein soll. Mmh. Genauso. Ich glaube, die würde schmecken. Das glaube ich auch. Die sehen auch super teigig aus. Ich liebe den Teig, Mann. Ja, ich auch. Wie geil du die zusammenrollst. So macht man das, Mann. Das habe ich von Diego gelernt. Mhm. Mhm. Ist cool. Boah. Brutal. Schau mal her. Ja, schön.
Das ist Teig, Mann. Das sieht richtig geil aus, Mann. Boah. Tomatensauce. Tomatensauce ist auch richtig brutal. Die ist so voll in Tomate. Da hast du auch kein Problem davon, wenn da zu viel Tomatensauce drauf ist, wenn die Tomatensauce voll und saftig schmeckt. Zusammen mit diesem leichten Büffelmozzarella, Basilikum und diesem kranken Teig. Ein Traum. Wie gesagt, die coolste Margarita. Also hier auf einem entspannten Abend mit einem Glas Rotwein. Besser könnte ich es nicht machen. Also du machst es einmal so, so. Dann bleibt auch die Soße drin. Das ist nice. So. Oh, diese Mozzarella ist einfach so geil. Hier ist es so schön dunkel, dann so richtig Mozzarella. Vermischt sich der Geschmack. Und ich finde, das ist einfach so geil, dieser Geschmack. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt die Leute auch so auf sich in den Teig so reinsteigern können wie ich. Ich sehe auch viele, wie sie diesen Rand zurückgeben, was ich auch überhaupt nicht verstehen kann. Aber ihr müsst euch anfangen, mit dem Teig auseinanderzusetzen. Dann werdet ihr das lieben lernen und auch wertschätzen können, weil das ist halt Kunst. Dann reicht es auch, wenn da nur Tomatensauce und ein Klecks Mozzarella drauf ist. Mehr brauche ich nicht auf meiner Pizza. Wenn der Boden stabil ist, man dann... Boden stabil, alles stabil. Okay, Freunde, wir sind kurz vor der letzten Station, nämlich Bros Pizza. Und das ist auch ein Laden, in den ich schon immer mal gehen wollte, aber es irgendwie nie gebacken bekommen habe. Und man munkelt, dass es dort Sauerteig geben soll, was auch was ziemlich cooles ist. Habe ich ein bis zweimal gegessen. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was dort auf uns warten wird. Das ist mein Lieblingsbier. Vielleicht nicht der Edelstoff, aber Augustin, das ist mein Lieblingsbier. Das Weizen. Zum Wohl, Freunde. Und wir haben nochmal alle Motivation zusammengekratzt und nochmal zwei Pizzen, beziehungsweise eine für jeden bestellt. Ich habe die heiße Ziege genommen und du hast die... Labeinschinken. Labeinschinken. Man kann ja auch seine eigene Pizza zusammenstellen. Da wählt man die Soße, fünf verschiedene Käsesorten. Normaler Mozzarella, Büffelmozzarella, Ziegenkäse, Schafskäse und Schmelzkäse. Dann haben sie Fleisch- und Gemüsetopping. So, und dann kann man einfach so sein eigenes Ding zusammenstellen. Aber die haben eben auch fertige Pizzen. Der Laden hier, auch super entspannt. Das ist eigentlich wie so ein New York Slice Shop. Sehr entspannt. Gute Vibes, gute Musik, sehr entspannt. Eigentlich so der perfekte, ich hole mir einen Slice für einen Feierabend und ein Bier Laden. Boah, was für ein schönes Teil, oder? Schau mal, die Crust. Diese Details da drauf. Schau mal, da ist der Schaf. Wow. Oh. Die fühlt sich so weich und ich weiß ganz genau, wie die jetzt schmecken wird. Schau mal, da ist dieser Schafskäse drauf. Boah, da ist Spinat ist oben. Die Zwiebeln. Bam. Und anstatt Tomatensauce habe ich so eine Topfencreme. Schaut mal den Boden an. So muss der Boden aussehen. Weil da ist so viel Detail und Liebe drauf. Die kann man gut schmecken. Jetzt scharf ist den Mund. Yes. Richtig knusprig, Mann. Richtig Wahnsinn. Krass. Dieser Boden geht so in die Richtung wie der, den wir heute Morgen hatten. So von der Konsistenz, aber tausendmal geiler. Der wird dich noch mehr umhauen. Der ist so eine geile Mischung aus so einer Brüchigkeit und Leichtigkeit und trotzdem Krossheit und trotzdem nicht Trockenheit. Alles gleichzeitig. Wahnsinn. Dann hast du oben drauf diese fetten Kleckse von Ziegenkäse zusammen mit dem Öl. Und der meinte auch, wir sollen die selbst angelegten Olivenöle probieren. Ist da Trüffel drin? Sieht so aus wie Trüffel, schau mal. Boah. Das war vielleicht ein bisschen zu gut gemeint. Boah. Und ein paar extra Kalorien. Was ist für ein Geschmack. Auch mit Rosmarin. Das ist ein geiles Öl. Das ist auch ein Rosmarin-Olivenöl, selbstgemacht. Das ist vom Nachbarladen, ein Grapefruit-Olivenöl. Das probieren wir auch gleich auf dem nächsten Slice. So seht ihr, wie die Aerodynamik des Slice, die Kruste. Boah, schau mal das Ding an. Boah, ich muss öfter Sauerteig-Pizza essen gehen, das ist ja Wahnsinn. Also kann man halt gar nicht vergleichen so mit Neapel. Auf eine ganz andere Art und Weise geil. Aber wir haben auch hier so eine leichte Teigigkeit. Also. So, Freunde, ich habe mir mal eine mit Beinschinken gegönnt. Ich finde das schon so geil, denn den Rand einfach. Oh. Das ist Wahnsinn, ne? Das wird nicht dein letztes Mal sein, ne? Wenn ich so einen Klecks Olivenöl auf diesem Klecks Sauerrahm sehe, dann geht mir das Herz auf.
Ist scharf. Ja. Gebt euch einfach die Aerodynamik. Ist auch so leicht, so wie dünn der Teig ist. Aber trotzdem präsent, ist nicht so, dass du Luft bist. Das ist einfach das beste Finale, das wir uns hätten wünschen können. Ja. Geiler Laden, geile Pizza. Ist auch was Besonderes, weil ich bin mir sicher, das ist die einzige Sauerteigpizza hier in Wien. Und überhaupt ist Sauerteigpizza was relativ Seltenes. Muss man Sauerteig selbst machen. Das wird das nächste Projekt, Freunde, dass wir mal Sauerteigbrot machen und dann auch Sauerteigpizza. Okay, das war's, würde ich sagen, oder? Ziemlich geiler Hast du noch Tag. Hunger? Nee, Mann, ich bin so voll, Mann. Ja, Mann, ich bin auch. 5 oder 6 haben wir es runtergehauen. Ja. Also auf jeden Fall ein erfolgreicher Tag. Wir hatten sehr gute Pizzen dabei, vor allem die letzte war das Highlight, würde ich sagen. Auch sehr entspannter Dude und ich würde sagen, Bros Pizza verdient heute auch ein sehr, sehr fettes Shoutout. Wir hatten allgemein sehr gute Pizzen und ziemlich verschiedene Pizzen, also man konnte eigentlich kaum eine mit der anderen vergleichen. Haben wir gut ausgewählt, würde ich sagen, beziehungsweise ihr. Jede einzelne Pizza wurde auch von euch vorgeschlagen, Pizzeria. Deswegen auf jeden Fall danke fürs Engagement. Ansonsten, wie immer, gebt dem Video einen Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare, was wir als nächstes machen sollen, beziehungsweise welches Essen wir als nächstes machen sollen. Abonniert den Laden, drückt auch wie immer die Glocke, Freunde, dann seht ihr direkt, wenn ein neues Video kommt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace out.